Es ist halt meiner Meinung nach allgemein eine schlechte Argumentation, wenn man halt sagt, die anderen machen es ja auch so, ohne wirklich eine Meinung dahinter zu geben. In den sozialen Medien ist es halt auch so, nach dem Spiel gegen Union Berlin gab es halt dann einen Artikel, dass sich Fortuna-Spieler über den Schiedsrichter aufgeregt haben. Und dann kommt dann natürlich direkt, ich zitiere aus einer Facebook-Fortuna-Gruppe: Kein Wunder, wenn man den Schiedsrichter schon nach wenigen Minuten gegen sich aufregt. Boczek und Ayhan bedrängen permanent den Schiedsrichter und dann noch die zwei Aktionen von Funkel. Zweimal aufs Tor geschossen und den Schiedsrichter kritisieren. Das ist genauso dieses, dass man sich, weil man mal was falsch gemacht hat, darf man sich keine Kritik mehr erlauben. Einerseits das, was mich halt nervt. Aber worauf ich jetzt genau hinaus wollte, war halt eine Antwort auf diesen Kommentar. Und der war halt, das machen doch alle anderen Mannschaften genauso, sogar im Rudel. Wo ich mir denke, ja, das mag schon sein, aber man kann es ja trotzdem kritisieren und halt genauso dieses, ja, die anderen machen es auch und mich nervt sowas halt, weil das halt keine Argumentation ist, sondern einfach nur so ein, ich zeig mit dem Finger auf wen anders und der macht schlimmer, deswegen mecker ihn an und nicht mich und mich nerven so Leute einfach. Meinung ist halt auch schon was sehr Wichtiges eigentlich und Ja, aber es ist keine Meinung, wenn man sagt, ja, die anderen machen es auch. ja, da wollte ich ja gerade auch hinaus, dass das halt keine Meinung ist, sondern man muss halt auch mal gucken, was sind die Fakten und was ist halt realistisch. Ich mag es gerne mit Leuten zu diskutieren, aber halt wirklich zu diskutieren und nicht dieses, ja, aber die anderen machen es auch. Und das ist so dieses, ich bin in der dritten Klasse und ich habe eine schlechte Note geschrieben und dann sagt man, ja, aber mein Nachbar hat auch eine 5 geschrieben, deswegen ist meine 5 okay. Nein, du bist scheiße, weil du eine 5 hast und nicht, weil alle anderen auch eine 5 haben, ist es okay. Das erinnert mich an meine Schulzeit tatsächlich.